Hätte man vielleicht so den Kobold ausschalten können? Also wir töten ihn ja nicht, er springt hier immer weg. Aber wenn wir ihn hier rauf gelockt hätten irgendwie, weil er verpufft hier erst, wenn man genug Schaden macht, glaube ich, hier rauf gelockt und dann runter hätte fallen lassen und dann auf ihn rauf springt. Boah, da bin ich fast versucht, das mal zu testen. Das wäre interessant, das wäre sehr interessant. Hier haben wir noch einen Schalter. Was machst du? Ah, noch mehr Essen. Ich würde gerne mal einen von euch backstabben. Fast. Leichen konnte ich backstabben. Oh, sehr gut. Also ja, Leichen konnte ich backstabben, Schildkröten bisher nicht. Aber die Schildkröte wollte irgendwie fliehen. Und das war... Ich höre noch eine Schildkröte. Also erstmal brauchen wir die ganzen... Ja, definitiv hier hinter irgendwo. Die ganzen Kräuter hier hin. Das ganze Fleisch kommt in die Säcke bei Minotauren. Da. Du bist Sack Nummer 1. Du bist Sack Nummer 2. Die... Ja, Fackeln können darüber. Das Kattelding kann eigentlich weg. Dass das auch fast voll mit Essen. Aber genau, die Sachen können zu ihr. So, hast du Hunger? Nein, noch nicht wirklich. Das kann dahin. Uff, der Dolch kann eigentlich weg. Der Ast kann weg. So. Auch halb angebrochenes Essensding. Auch runter. So. Verbindung erstmal aufmachen, um hier rauslaufen zu können. Oh. Mehr Essen. Wow. Ja, ja, ganz ruhig, Großer. Nom nom. Noch mehr Essen. Sehr schön. Und genau das war, glaube ich, der Punkt oder einer der Punkte, wo ich dann angefangen habe zu denken, ach, wir kriegen so oft so viel Essen, da können wir ruhig mal ein bisschen was rumliegen lassen und auf Druckplatten setzen. Das war nicht so gut. Jetzt weiß ich es ja besser. So, Nummer 4, wir können das erste Element herstellen. Macht nicht so viel Sinn, aber wir könnten es. Da. Nicht runterspringen. Nicht hier lang, sondern da hoch und da rum. Genau, hier ist neu. Noch mehr Essen. Oh, Niersterne? Niersterne. Ich frage mich gerade, wozu der Bereich hier da ist. Ich denke, wenn man runterfällt, teleportiert man sich irgendwo hier raus. Muss denn den Weg hier lang gehen, um wieder zurückzukommen? Nee. Oh. Achso, das ist der Ausgang. Ah, okay. Dun, 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 dun. Stück Brot. Eine Nachricht. Was steht denn da Schönes? Achso, erstmal Essen wieder wegsortieren. Nimm, 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 nimm. So. Jetzt die Nachricht. Ich kann den Schrein unter uns sehen. Ich wünschte, ich hätte mehr Provisionen eingepackt. Unter uns. Das könnte auch sehr wichtig sein. Schrein. Machen wir es lieber auf Englisch, hm? Schrein unter uns. So. Weil ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, wo der fünfte Schrein ist, um das fünfte Element herzustellen. Ich bin davon ausgegangen, es ist da, wo man hinkommt, wenn man mit den vier Elementen im Zentrum steht und ein Portal öffnet und so weiter und so weiter. Aber das weiß ich halt nicht. Es könnte auch gut sein, dass man das fünfte Element auch braucht, um das Portal zu öffnen.
Das ist ja nicht das Portal, um das fünfte Element zu bekommen, sondern es ist das Portal, um zum Nexus zu kommen. Und der Nexus ist irgendeine Art alternative Realität oder andere Ebene oder was auch immer. Ja, blauer Kristall, sehr gut. Klick. Aha. Trotzdem nochmal kurz zurück. Da lang, da lang, da lang, da lang. Hier ging es nämlich hoch. Gucken wir gleich. Erstmal Loot. Rezepte, die wir wahrscheinlich schon kennen. Schildtrank. Hm, die habe ich noch gar nicht benutzt, ne? Oder fast gar nicht. Etherweed und Mudwort. Das da. Also die Energietrank, Kräuter und das komische Grizzelding. Das komische Grizzelding habe ich auch nicht so wirklich häufig benutzt. Im ersten Run. Also ja, das Rezept behalten wir mal. Das Force Field. Haben wir das hier schon gelernt gehabt im ersten Run? Keine Ahnung. Aber es fehlen allgemein noch recht viele Rezepte, die wir im ersten Run nicht gefunden haben. So. Wo kamen wir jetzt hier raus? Einfach nur hier bei dem Ding, was wir vorher nicht öffnen konnten. Warte, Jungs. Wow, one hit. Ting, 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 ting. Weg mit dir. Oh, Licht. Ah, die Triche haben wir noch, ne? Jo. Klick. Muni. Und der Buckler. Ja, minus 3. Nimm du den mal. Ja, ist nicht so gut alles. Nicht so gut. Weil der Skill halt fehlt. Aber ich hoffe einfach mal, dass Null Evasion nicht heißt, dass man 0% Chance hat zum Ausweichen. Genau. Aber wir wollen wieder runter in den Dungeon, da sind wir noch nicht fertig. Rein da. So. Schrein unter uns. Also da geht's noch weiter. Irgendwo müsste ja noch der Rätselraum sein, außer ich habe jetzt den Dungeon komplett verwechselt. Was natürlich auch sein könnte. Also der Rätselraum fehlt noch. Und wir müssten eigentlich noch hier runterspringen. Dum, 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 dum. Ja. Ha, genau. Die vier Plagen. Da hatte ich das gemacht mit Kräutern. Also ich habe es nicht so gelöst, wie es geplant war. Geplant war, hier sollte, glaube ich, ein Ausrüstungsgegenstand hin. Hier, glaube ich, was zu essen. Femmen. Disease. Also es ging eher nach Ausrüstungsklassen oder Gegenstandsklassen. Also bei dem einen muss ein Ausrüstungsgegenstand rein, bei dem anderen muss Nahrung rein, bei dem anderen muss ein Kraut rein, bei dem anderen muss ein Trank sein. So meinte es zumindest jemand in den Kommentaren. Ich hatte es aber anders gelöst. Ich hatte es gelöst mit ganz viel Zeug reinstopfen, aber es waren primär Kräuter gewesen, die ich reingetan hatte. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon... Also beim ersten Anlauf hatte ich es gar nicht gelöst gehabt. Ich bin erst wesentlich später wieder hierhin zurückgekommen. Da hatte ich auch schon zum Beispiel das schwarze Moos. Weil das passte ganz gut zu Disease. Und Cold passte ganz gut nicht hierzu. Das hat hier nur mit Wasser was zu tun. Sondern Cold hatte ich dann die Kristallblume da reingelegt. Und damit ging es dann. Aber ich denke, das wird das gewesen sein. Disease, nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Kraut. Und das war's. Zack, Spider-Silk Cloak. Stärke minus 2. Anführer. Kriegt der Anführer. Ja, kommt er wieder auf Fashion. Komm, weißt du was? Die 5 Energie. Naja, 5 Energie und 3 Protection.
Okay, er behält es erstmal. Aber wenn wir später andere Helme finden, die keine Evasion-Abzüge haben, dann nehmen wir die. Was haben wir hier? Willpower-Trank. Das geht natürlich an dich. So. Ich habe vergessen, die Markierung zu setzen. Das sollte ich nachholen. Da, du bist Secret 5. Von 11. Also ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass das... Ja, ist gut so. Dass das Untergrundgebiet hier mit zu dem Gebiet zählt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass oben dann nochmal 11 Secrets sind. Das wäre doch ganz schön happig. So, das da, das da, das da. Bist überladen, Junge. Ja, okay, du trägst doch recht viel. Und du bist auch nicht der Gorn aus dem ersten Run. Der hatte, glaube ich, nochmal extra Traglast bekommen oder so. Ja, dann verteilen wir die Last auf sie. Und dann das dahin, das dahin. Ist okay. Achso, und Heiltränke, die guten, da. So. Also das Rätsel hätten wir auch. Hier weiter. Mehr Kräuter ist immer gut. Muni jetzt nicht so wirklich. Schalter. Okay. Jetzt kommt der wichtige Teil, das Runterspringen. Da sind wir runtergesprungen. Da bringt es nichts runterzuspringen. Was? So, da können wir nicht runterspringen, weil da ist diese komische Stangenkonstruktion. Da sind wir runtergesprungen, kamen wir da raus. Das heißt, hier unten, da sind wir auch schon. Nur hier bei den Wagen. Da müssen wir noch runter. Also, da lang ungefähr die Richtung halten. Zum blauen Kristall, den einmal antatschen und dann links rum. Da. Dann müssten wir wieder bei den Wagen rauskommen und dann suchen wir also den nächstgelegenen Runtersprungpunkt und dann ist gut. Du bereitest bitte schon mal ein Schild vor, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten mehrere Gegner auf uns warten. Genau hier. Und ich springe jetzt mal da runter, wo wir das manuell öffnen mussten. Weil im Ausgangszustand ist das Ding zu. Deswegen kommt es mir irgendwie besonders vor. Deswegen will ich da jetzt runterspringen. Keine Leute, die mich beißen wollen. Das ist gut. Shrine of Glutton. Achso, der wollte Essen haben. Und jetzt höre ich Gegner. Oh, unsere Lieblingsgegner. Sehr schön. Komm her. Achso, und ich habe da was Tolles gehört. Uff. Man kann mit Fackeln die Gegner anzünden. Oder Feuerschaden verursachen zumindest. Aber das ist viel zu wenig. Ja, 14 ist jetzt auch nicht so viel mehr. Wenn man das mit Gorns Schadenswerten vergleicht. Aber trotzdem. Oh, ein Vierertrupp. Sehr schön. Swoosh. Na komm. Backstab die Leichen. Gut, 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 gut. Okay, Essen. Wir haben ein bisschen was zu essen. Gib ihm aber bitte mal die schlechten Fische. Also die schlechten Essenssachen. Nicht die guten. Ja, Lizard on a Stick. Ja, so. Fisch. Ah, okay. Die können wir später auch wieder mitnehmen. Das ist sehr gut. Du hast übrigens Hunger. Ist mal was. Oh, Secret Nummer 6. Noch mehr Untote. Ich glaube, ich lasse das mal da stehen. So nicht. Ja, und schon wieder schießt sie nach links, weil sie links steht. Der Gegner war aber rechts und deswegen bringt es nichts. Na, ganz schön viele hier. Oh, wir haben genug Platz zum Rückwärtslaufen, ist okay. Hä? Was? Wie wo? Na. Oh, warte mal. Sehr gut. Sehr gut und dramatisch.